Ja moin Freunde, willkommen zum nächsten Video. In diesem Video hat mir FM Electrics was richtig Cooles geschickt. Danke Felix und Manu, Grüße gehen raus. Und zwar den Wilderness 1:10 RTR Crawler, 1:10 Scale. Was das sein soll, sehen wir auf den ersten Blick, sondern und zwar ein Jeep Wrangler. So wie es aussieht, haben wir hier einen Haufen Beleuchtung verbaut. Und ich will da gar nicht lang fackeln. Wir packen das Ding jetzt aus. Da ist das geile Teil. Was hier schön ist, wir haben hier ein komplettes RTR-Set. Ladegerät, Werkzeug, Offroad-Aufkleber und noch eine Bedienungsanleitung, wo jedes Ersatzteil beschrieben ist. Das ist natürlich sehr vorteilhaft, weil man will nicht lange suchen. Auch Explosionszeichnungen sind dabei. Man will nicht lange suchen, man will das Teil gleich bestellen. So, hier kommen jetzt Aufkleber drauf. Wunderschön. Als Akku ist ein Lithium-Ionen dabei mit 3000 mAh. Ihr könnt natürlich auch einen Lipo-Akku fahren, bedenkt nur, dass ihr dann an dem 1060er Hobbywing-Regler die Pinbrücke umsteckt auf Lipo. Nicht, dass ihr den Lipo-Akku zu leer fahrt, dann ist der kaputt. Das ist, passiert nämlich dann. Ja, ich würde jetzt sagen, wir machen das Ding mal auf, bevor wir was über die Optik sagen, was hier sehr schön ist. Wir haben hier Klipse, zack, und schon ist die Karosserie offen. Das natürlich in jedem Radlauf, kommt man aber easy going dran und schon ist das Ding geöffnet. So, wir haben hier ein komplettes Lichtmodul verbaut. Finde ich richtig cool. Wir haben hier auch einige Funktionen, die man schalten kann. Mal ganz kurz zu dem Regler. Diesen Stecker müsst ihr nach vorne stecken, damit ihr Lipo fahren könnt, steht aber auch hier drauf. Und der Stecker, den könnt ihr noch umstecken, vorwärts, Bremse, rückwärts oder vorwärts und rückwärts. Wir haben hier ein Servositzen für die Gangschaltung, der Crawler hat nämlich zwei Gänge. Dann haben wir hier drüben noch ein Servositzen für das Frontdifferential und für das Heckdifferential. Einzeln über die Fernbedienung schaltbar. Zum Test müsste der voll genug sein. So, zum Ein- und Ausschalten habt ihr hier hinten den Knopf, finde ich auch gut, weil dann kommt man auch super von hier hinten dran, sitzt in der Mitte, wird nicht dreckig, was auch ein großer Pluspunkt ist. Wir haben hier einstellbare Öldruckstoßdämpfer verbaut. Wir haben Rathausschalen verbaut. Der Dreck bleibt draußen. Das ist halt schon mal geil. So, dann mal die Fernbedienung. Hier können wir den ersten und zweiten Gang schalten. Und dann können wir hier oben die Differentiale schalten. Diesen Knopf können da die Lenkung umkehren. Das Schöne ist, jetzt brauchen wir den einfach nur zack hier draufsetzen. So, jetzt guckt euch mal die hammergeile Optik an. Also er ist schon sehr scale unterwegs. Was noch richtig cool ist, ich habe keinen Bock, dass der Benzintank da sitzt. Alter, dann macht ihn doch einfach weg und macht ihn woanders dahin. Genauso wie der Schaufel. Mit dem anderen Benzintank. Das ist wohl mal mega geil, die Funktion, oder? Ja, und wenn ihr mal guckt, die Spiegel, die sind sogar echt. Türgriffe. Ist für mich immer wichtig, weil ich ja wirklich diese Scale-Videos mache. Und ich finde den Preis-Leistung absolut genial. Wir haben hier wirklich gute Reifen verbaut. Bin ich wirklich verwundert, weil ich sage einfach mal so, die Standardreifen sind meistens nicht die besten. Und hier haben wir scheinbar echt eine gute Mischung. Die Verschränkung. Ja, die kann sich auch sehen lassen. So, Freunde, einmal könnt ihr das Licht hier in verschiedenen Modis schalten. Blinkend. Oder auch das. Und dann könnt ihr hier Abblendlicht an, Abblendlicht aus. Finde ich auch ziemlich cool. Natürlich haben wir auch einen Blinker verbaut. Ja, auch hinten haben wir einen Blinker drin. Finde ich auch ziemlich cool. Wir haben auch ein Rückfahrlicht drin. Mal ganz kurz zu der Optik. Also der Kühlergrill, der ist schön gemacht. Also das ist, es ist zwar ein Lexan-Body, aber mit Hartplastik verbauten Teilen. Kühlergrill, hier die Motorhalterung, Motorhaubenöffnung eigentlich. Hier die Teile, Scheibenwischer, das LED-Licht, das ist ultra hell. Wir haben hier nochmal so ein Drittblech, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das finde ich richtig cool. Und auch hier diese Ösen, die sind auch aus Metall. Also man kann wirklich mit dem Ding was anfangen. Hier hinten selbst der Tankdeckel ist nachgebildet. Finde ich wirklich schön gemacht. Ey, wollt ihr mal was richtig Geiles sehen? Bam, man kann einfach die Leiter ausklappen. Also wie geil ist das denn? So, jetzt wollen wir doch mal gucken, was mein Böschungswinkel sagt. So, boah, krass.
Wir haben hier einen Böschungswinkel von, ja, sagen wir mal 63 Grad. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Ihr seht selber, wir haben hier wirklich viel, ich sag mal so, Beinfreiheit. Das ist echt nicht schlecht. So, dann wollen wir mal beim Kippwinkel schauen, wann der anfängt zu kippen. Finde ich auch immer wichtig. Wir müssen fairerweise eigentlich hier an Reifen gehen, ja. 44 Grad, 45, so, ne? Ja, 50, 51, 52 und bei 52 Grad fängt er an zu kippen. Und das, meine Lieben, ist schon richtig gut. Ich würde sagen, wir fangen hier bei ca. 45 Grad, das sind jetzt 45,6 Grad an. So, was macht der Motor in Sachen Feinfühligkeit? Ja, komplett in Ordnung. Fahren wir jetzt mal hier hoch. Zack. Überhaupt kein Problem. Und wir sehen auch, er bleibt stehen. Auch mega gute Funktion. Jetzt tippe ich den an und dann rollt er auch zurück. So, dann gehen wir auf ca. 47 Grad. Ach, auch das macht er. Auch die Reifen. Überhaupt kein Problem. Man kann den auch schön feinfühlig steuern. Finde ich richtig gut. So, dann haben wir 51 Grad. Ich könnte mir vorstellen, dass er da jetzt schon an seine Grenzen kommt. Weil das ist so die... Ja, bei 50 Grad wird es echt krass. Boah, guckt euch das an hier. Jetzt verliert er so ein bisschen den Bodenkontakt bei einem Reifen. Aber er macht das. Gerade nochmal. Ja. Richtig krass. Jetzt kommen die Reifen, da schwächen sie so ein bisschen. Der Hammer. Wir sollten vielleicht auch mal die Diffsperren, ne? Zack, zack. Wir sind ja bis jetzt ohne Diffsperre hochgefahren. Das ist ja erstmal das Krasse. So, wollen wir mal schauen. Ja. Guck da, überhaupt kein Problem, Leute. Ja, ich würde sagen, wir lassen ihn bei 50 Grad stehen. Und jetzt würde ich sagen, genug im Raum getestet. Jetzt gehen wir mal bei mir auf die Crawler-Teststrecke. So, dann wollen wir doch mal schauen, wie gut der Crawler sich auf Felsen schlägt oder generell auf Hindernisse. Ich bin echt gespannt. Also den Anfang hat er verdammt gut gemacht, weil hier, das sieht man leider auf dem Video immer nicht so, ist eine verdammt steile Stelle. Die hat er einfach mal so weggesteckt und heute ist sowieso auch nass und matschig. Weil auch hier, kann ich euch sagen, ist eine Stelle, da kommt nicht jeder auf Anhieb drüber. Und da wollen wir doch mal gucken, was der Kollege hier macht. Geil. Also was ich hier brutalst gemerkt habe, ist, dass wir hier wirklich einen sehr guten Böschungswinkel haben. Großer Vorteil, weil hier hängen auch so manche fest. Wollen wir doch mal gucken, was hier die Blumenkübel machen, weil da kommt es auch auf die Bodenfreiheit an. Ja, überhaupt kein Problem. Geil. So, dann einmal die Verschränkung. Ja, Verschränkung war überhaupt kein Problem. Der lässt sich auch schön fein säuberlich steuern. Ja, hier habe ich mir das schon gedacht, weil hier das ist echt glitschig. Komm, Baby. Ja,
Jawohl. Also ich finde es mega geil, wie der sich steuern lässt. Ist der absolute Hammer. Das Ding macht einfach Spaß. So, jetzt bin ich mal gespannt bei der Todesbrücke, weil das ist genau so gebaut, dass hier die Reifen, der Reifenabstand genau reinpasst. Let's go! Ha, überhaupt kein Problem, ey. Richtig geil. Wollt ihr mal was wissen zu dem Crawler? Der ist absolut geil. Ihr habt selber gesehen, der ist über die Hindernisse gefahren. Ich will jetzt nicht sagen, als wäre es ein Profi. Aber viel fehlt nicht und das RTR out of the box. Also dadurch, dass er den 1060er Hobbywing-Regler drin hat und echt schon eine gute Reifenmischung out of the box hat, läuft der richtig gut. Natürlich kommt es auf die Funke und auf den Regler an, aber vollkommen in Ordnung. Und das für 299 Euro, Freunde. Das Ding kann ich einfach nur empfehlen. Hier nochmal Dankeschön an die Firma FM Electrics. Und demnächst könnt ihr euch freuen auf richtig geile Offroad-Videos. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.